Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play Train Simulator 2016 hier auf Philips Gaming mit mir, dem Felix. Wir sind unterwegs auf der Roter Talbahn Plus mit dem mintgrünen, mit der mintgrünen Baureihe 628. Okay, hier vorne haben wir eine 30. Müssen wir bestätigen. Das muss ich auch immer mal eigentlich bestätigen, aber verschlafe ich auch immer mal. So, wo ist denn jetzt die 30? Hier kommt nochmal eine Pfeiftafel. Und dann irgendwo dazwischen geht die 30 erst los. Ich kann mich aber schon befreien. Oh, oder vielleicht war das ein Fehler. Ah, hier ist nochmal ein Magnet. Nö, passt. So, Mox Grün ist bloß eine 30, ne? Sehr langsam natürlich, aber ich kann es dann erinnern. Und eine V200 wartet hier. Ha, alles so westliche Lokomotiven. Oh, drei Wegeweiche. Oh, die hat aber schöne hier Silowagen. Ne, doch. Zement-Silowagen, Staub-Silowagen. Wischisch. So hießen die Dinger. Aber Doppeltraktion V200 und dann hier 1, 2, 3, 4. 6, 12 Wagen bloß hinten dran, also es schafft doch auch einer zu ziehen. Und hinten steht noch die dritte, die ist am besten noch die Schublock hier für den Zug. Absolut. Ich mache mich zwar gerade ein bisschen lustig, aber ist halt lustig. Aber jetzt wundert mich aber, das sind doch die Wagen, die für die Baureihe 86 dabei sind. Steht hier auch wieder die 86 noch irgendwo mit rum? Nö. Aber ich habe mir ein. Nee, andersrum. Ich konnte mir nicht durchlesen, was ich für das Szenario alles benötige. Deswegen habe ich einfach das Szenario gestartet und habe ja dann gesehen, was mir fehlt. Und das, was mir gefehlt hat, das ist halt nicht so relevant gewesen. Anscheinend braucht man dafür sogar hier die 86er, weil da diese Silo-Waren dabei sind. Doch, 12, ich habe richtig gezählt. Beim Vorbeifahren und im Bremsen. Das soll mir bitte hochgelobt werden. So, Türen sind zu. Das darf ich auch nicht verpennen. Wenn ich mal irgendwann mal wieder anfahren. Fahrt steht. Das Höllental ist der nächste Halt. Und ich habe die 30 vergessen. Genau, wenn wir jetzt hier links fahren würden, kämen wir wieder dorthin, wo wir losgefahren sind. Vor 3, 4, 5 Folgen irgendwann. Da, wo zuerst mal so ein grüner Zug im Sandnägel zu sehen war. Der grüne Zug ist übrigens der hier. Oh, schönes Bild. Picture. Und dadurch kann man halt wirklich auf der Strecke hier im Kreis fahren. Durch zwei solche Gleisdreiecke. Hier sind die Dinger. Ich glaube, es war plus 1. Ja, hier. Hier ist ein Gleisdreieck. Hier nicht. Da sitzt jetzt zwar gerade ein Nieser quer, aber rauskommen will er auch nicht, wenn ich schon das Mikro ausmache. Meine Fresse. Hier links auch wieder
Steinbruchmäßiges, irgendwas. Keine Ahnung. Stehen auf jeden Fall irgendwelche Schüttgutwagen rum. Boah, jetzt hier zwischen den Felsen durch. Ach, scheiße, ich muss bremsen, ich muss abbremsen. Lieber zu viel als zu wenig, ne? Wo ist denn hier die Harttafel? Gibt's ne? Ey, es gibt keine Harttafel. Ich bleib jetzt einfach hier stehen. So. Lady, wollen Sie einsteigen? Oh, Schroll! Alter, Schroll! Ah, ich bin ganz schnell geworden. Fast ein km/h. Aber die Madame ist zum Glück reingesprungen. Kann einfach das schön in der Auswertung sehen. Sie sind gerollt. So und so viel Prozent, während sie standen. Oder irgend sowas steht dann da. Ah. So, jetzt haben wir es denn noch? Noch 2 Kilometer. Ja, dann sind wir bei 10 Minuten von der Folgenlänge. Passt doch dann hoch. So, Leistung. Ohne zurückrollen. Super. Wie beim Auto, immer Vollgas geben, dann erst Handbremse lösen. Da bist du auch der Erste, der an der Ampel wegkommt. So, noch einmal pfeifen. Ist das jetzt hier das Gegenstück von dem Steinbruch, den wir gerade gesehen haben? Scheiße, ich muss das massiver betätigen. Könnte beinahe so sein, hä? So ein bisschen. Wir gucken uns die Sache einfach mal aus der Luft an. Naja. Ach, hier ist ja sogar Wasser unten drin. Ja, wird schon alles ähnlich sein, ne? Cool. Allerdings ist nur unten ein Gleisanschluss. Und nicht hier oben. Gut, doch, nee, Kurvenüberhöhung ist schon noch dabei, man merkt, wie es sich noch neigt. Weil das sieht man manchmal gar nicht so ganz mit dem Auge. Aber doch, ja, okay, hier auf der Brücke sieht man es auf alle Fälle. Wie es nach rechts reingeht. So, Bad Steben. Unsere Endstation. Da können wir ja eigentlich auch gleich mal die nächste Siefer-Taste abwarten. Obwohl, müssen wir gar nicht abwarten. Können wir einfach so rausgehen. Können wir das schon mal. Scheiße, ich muss nach ganz hinten. Ich muss ganz an Anfang. Nicht einsteigen, können wir wieder einstellen. Das ist ja unser Endbahnhof. Das wollte ich eigentlich machen. Na, jetzt wird doch 30er Bestätigung. So, die 30 haben wir. Und hier ist alles frei. Okay.
Dann fahren wir mal jetzt hier schön gemütlich ein. Dann gucken wir uns mal Badstäbe an. Stäben an. Bad. Bad. Stäben. So heißt es. Können wir uns das mal noch angucken als Kopfbahnhof, als Endbahnhof. Hier steht doch nochmal ein Mintgrüner. Und ein paar Güterwagen. Aber nicht unbedingt sehr viele. So, und auf welche Seite werden jetzt die Türen aufgehen? Links oder rechts? Wir haben auf beiden Seiten den Bahnsteig. Das interessiert mich jetzt. Auf der Seite nicht, aber auf der. Interessant. Aha. Aber das klappt halt bei mir nicht so ganz, wenn ich eine Strecke baue. Sehr schönes Bahnhofsgebäude. Lokschuppen gibt es hier aber nicht. Nee, dafür Güterabfertigung. Und aber auch ein schöner hier Bahnhofsvorplatz. Mit Teich und allem. Ohne Scheiß. Ja, okay, man sieht es aber halt irgendwo von hier. Schade, sie haben das Szenario leider nicht erfolgreich abgeschlossen. Ja, was soll ich machen? Dafür habe ich aber auf jeden Fall die Folge abgeschlossen. Oder ich habe es jetzt vor, sie abzuschließen. So rum. Und darum sage ich, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es gefallen. Hoffentlich auch. Ich schalte in der nächsten Folge wieder ein. Und ich sage mal ganz einfach, bis zur nächsten Folge. Bis dahin und ciao.